Morgen. Hier ist noch etwas Chaos in der Bude. Hier fliegt noch alles quer, kreuz und beet. Also ich stehe in kurzer Hose. Heute ist es warm. Der sagt uns 14 Grad. Ein bisschen hängt der Nebel noch in den Wolken. Ja, in den Bergen. So, wir sind jetzt schon 3 Stunden unterwegs. Dreieinhalb. Ja, nonstop eigentlich. Wir haben eine kleine Mini-Pause gemacht. Und wir haben das Pärchen, mit dem wir jetzt eigentlich bis jetzt gewandert sind, mal ziehen lassen. Das sind zwei Österreicher, die natürlich in den Bergen groß geworden sind und ein bisschen fixer unterwegs sind. Jetzt haben wir gesagt, wir gehen das easy an. Also Leute, er ist eine Bergziege, ne? Er läuft so mit Händen in den Hosentaschen und ich bin hier so. Ja, haben wir gesagt, hör mal, treffen wir uns oben. Aber macht Spaß. Geht steil bergauf, heute sind es 1500 Höhenkilometer, morgen nochmal 1000. Luft wird schon dünner, aber wir haben geiles Wetter. Wir laufen hier in den Wolken, haben das Snickers schon parat. Wir machen das richtig, richtig gut. Ja, ne? Snickers gegessen, ist der Wahnsinn. Extra dafür würde ich nochmal so eine Wanderung machen. Wie bekommt es dir? Anstrengend. War gut. Gut. Weißt du, wo wir sind? Ja, auf dem Weg zum Tupkal. Besser.
So, wir haben uns mal in dicke Sachen gehüllt. So langsam wird es doch kälter hier oben. Und man muss keine Angst haben, dass man verhungert. Überall, was hier ist zum Beispiel eine, gibt es Buden, die Wasser verkaufen, Tagines, frischen O-Saft. Es geht bergab, sie freut sich. Es wird frischer und die Luft wird dünner. Wir haben noch ein Stückchen vor uns, heute. Leute, 4 Stunden! Aua! Langsam spüre ich meine Oberschenkel. Man hört hier irgendwelche Zirpen, Viecher. Also Tiere sieht man ja gar nicht, gar keine Springböcke. Da, Salamander. Klein. Mini-Salamander sieht man und kleine Käfer. Und wir haben schon Maikäfer gesehen. Das war's. Marienkäfer. Marienkäfer, ja, ja. So, wir kommen dem Schnee näher. Wir sind jetzt auf einer Höhe mit dem Restschnee hier. Oder? Ja, mit oder dem nicht? Restschnee. Genau. Wie? Womit sonst? Kevin hat auch schon gefragt, ob man hier um uns Schlitten leihen kann. Hi. Kleiner Hinweis, wenn so ein Muli, Maultier, kommt, nicht am Hang warten, auf der anderen Seite. Die Dinger sind ein bisschen ruppiger, als man denkt. Oh. Das sagen die dann aber auch, die Treiber hier. Den ganzen Weg sind wir jetzt lang gelatscht. Und weiter geht's nach oben. Das habe ich mir mehr als verdient. Die Unterkunft ist in Sichtweite. Juhu. Und man merkt, es wird gerölliger. Das ist der offizielle Weg. Da müssen wir rüber. Wir haben Schafe gefunden. Und eine grüne Wiese. Jetzt ist es etwas, na, für die Füße unkomfortabler. So, jetzt sind wir angekommen in der Unterkunft. Wir haben ein 16-Mann-Zimmer und wir suchen uns das hier oben rechts aus. Zwar keine Steckdose, aber dafür einen gigantischen Ausblick. Sieht ganz gut aus. Kissen sind da, nach Decken müssen wir gleich fragen.
So, moin. Es ist 6.30 Uhr und es geht weiter. Wir lassen jetzt die Unterkunft. War eine Höllennacht mit 16 Mann auf dem Zimmer. Alle zwei Minuten gegen die Tür. Oh, es wird steiler. Es wird steil. Scheiße. So, wir haben es 7:15. Wir sind in die falsche Richtung gelatscht. Sind jetzt wieder hier. Und jetzt müssen wir unten über den Fluss. Sieht ja aus wie Arsch. So, um mal Vergleich zu zeigen, bis zur Hütte, wo ist mein Finger da, geht es die ganze Zeit ungefähr so bergauf. Und nach der Hütte sieht es ganz anders aus. Da oben gehen die Leute gerade diese steile Piste hoch. So, nicht zu unterschätzen die ganze Scheiße. Da ist unsere Unterkunft. Wir mussten gerade die steile Stücke hier hoch. War die Hölle. Aber jetzt wird es nochmal... Jetzt kommt Wanderung 2.0. Jetzt müssen wir hier durchstapfen. Ich habe da unten im Fluss übrigens Nassen bekommen, mein linker Fuß. Ist klitschnass, aber Linda hat sowas von Laune, oder? Oder Linda? Sag mal, von 1 bis 10? Minus 300, das ist ja gut. So, wir haben eine kleine Planänderung. Wir sind umgedreht, wir haben keine Krampen und machen das lieber, wenn es ein bisschen wärmer ist. Wir haben einen Kameraden gefunden, der verfolgt uns schon eine Zeit lang. Der stinkt wie Hulle. So, wir machen unsere erste Pause, erste offizielle Pause. Berg runter, sind ja 2 Stunden unterwegs und ziehen uns einen Orangensaft rein. Das Geile ist, der hat da gefühlt 300 solche Dinger reingepresst. Oh mein Gott, ist der leckerste überhaupt. Also hier sieht man mal den Zickzackweg. Wir sind gerade hier über die Brücke und dann sind wir wirklich im Zickzack da hoch bis zu der anderen Hütte. Das hat sich gezogen. Stimmt, eine halbe Stunde. Wir haben die Hütte schon gesehen und dann eine Dreiviertelstunde ungefähr. Also das ist ein krasses Stück hier. Take a drive.